willkommen bei uns auf dem Leimenhof. Wie gesagt, hier im Hintergrund, so sieht es bei uns aus. Momentan am Morgen. Sonnenaufgang, 7:15 Uhr. Wunderschönes Wetter, wenn man es gewohnt ist bei uns in der Region. Das ist unser Hof. Und ich werde euch mitnehmen auf ein Experiment durch die Ohrtouren. Wir werden euch ein bisschen zeigen, was wir auf unserem Hof alles so machen. Die verschiedenen Arbeiten. Und wenn es euch gefällt, dann abonniert doch den Kanal ganz einfach. Dann könnt ihr uns ein bisschen verfolgen und schauen, was wir alles so machen bei uns. Wir sind eine Tierhaltergemeinschaft, haben Mutterkühe und Rinderaufzucht. Und die erste Art, die wir euch heute zeigen wollen, ist, wie wir unsere Tiere führen. Also wir machen Futter bereit machen und abladen und zeigen euch so, wie unsere Tiere zu essen bekommen. Zu fressen bekommen, sagt man im Bauernhof. Also los! Seid ihr hungrig, Ladies? Wie gesagt, sie warten schon, also man muss pressieren. Und jetzt hier, schnell den Blick im Mischwagen. Für die, die noch nie einen Mischwagen gesehen haben. So sieht er aus, wenn er leer ist. Es sind zwei Walzen, die gegeneinander drehen und von hinten und von vorne dort in die Mitte machen, verschneiden, mischen und dann gegen U drücken und dann kommt es wieder oben hinten zurück und geht hinten wieder ab und macht eigentlich den gleichen Weg wieder. Und wenn man dann die zwei Schieber aufmacht, links oder rechts, kommt es dort raus. Dann kann man abladen. Das werdet ihr nur noch sehen, wenn wir gefüllt haben und abladen. Als nächstes machen wir mal die Siloballen auf. Also die Sorghumballen und die Maisballen. Ich weiss nicht, wie ihr das macht. Sicher ein Bauer dabei, der zuschaut. Ich mache das also so. Sicher bessere Lösungen als meine Lösung. Bin ich überzeugt. Es gibt heute auch mechanische Lösungen, die das gerade machen mit Ballenzangen. Ich mache das noch ein bisschen oldschool. Schneide das so auf. Mit einem Messer, das gut schneidet. So. Schauen, dass die Folie nicht verletzt wird. Die innere. Und dann kehre ich sie. Nehme die Folie drauf. Das gleiche bei den Maisballen. So. Auch noch ein bisschen. Das ist unser alter Kämpfer, unser Gellader. Mit dem wird die ganze Geschichte eingefüllt. Also alles, was hier am Rummel liegt, mit Zielenballen und Heute, mit dem drin. Das macht Spass. Das Teil macht wirklich richtig Spass. Auch bei dem heisst es zuerst lang vorglühen. Wenn das Kontrolllämpchen vom Vorglühen wird funktionieren, wird man auch sehen, wenn man genug vorglüht hat. Funktioniert nicht mehr. Darum irgendwie eine halbe Minute vorglühen.
dann läuft das Teil. Und jetzt kann ich das, die Folie trappen, ohne dass sie irgendwie drunter kommt. Die Folie drapp. Und dann nachher noch die innere. Und die muss relativ schnell drapp, sonst liegt sie noch drunter. So. Meistens geht den Ball zusammen. So mache ich das. So das Gleiche. Bevor dem Sorghum. Jetzt habe ich ein bisschen in Sorghum reingehabt. Wir machen zwei Mischungen. Eine Mischung machen wir für eher die älteren Tiere, die trächtigen Tiere. Und sonst ein bisschen die Mischung mit mehr Ämtern machen wir für die kleineren. So bisjährig. Genau. Wir meisten.
passieren. Genau aus dem Grund, weil sie zusammengeht. Immer oben rein und nimmt unten wieder raus.
Somit ist eigentlich immer das, was am ältesten ist, ist wieder draußen. Es gibt andere Systeme, da nimmt man von oben ab raus. Bei dem nimmt man jetzt von unten raus. Dann läuft das hier über das Förderband. Mit uns hier drinnen. Direkt in die Futtermischung. Weil wir verschiedene Schnitte haben und die verschiedene Kalt haben, tun wir immer von beiden Silos ein bisschen rein. Also wir haben in einem Silo eher die frühen Schnitte, die energiereich sind. Und in einem Silo die Herbstschnitte, die eher eiweißreich sind. Somit ist guter Norm für die Rinder, die Mutterkühe immer schön ausgeglichen. Wenn ich schon gesagt habe, die Mitte kommt zu und dann tut es vorne und hinten runter. So ist es. Wichtig für die Wiederkäuer ist immer noch, dass gewisse Strukturen, dass es nicht zu fein ist, nicht zu lang gemischt ist. Gleich das eigentlich wollen, verschiedene Futter etwas dabei ist, wenn sie das Maul voll nimmt. Mit uns jetzt langsam und sicher ist es gut. Gut gemischt, der Wagen ist voll, jetzt kann man abladen. Nicht ganz alles Platz, nehmen wir jetzt an. 800 Kilo gute Tonnen wird pro Platz haben, den Rest tun wir dann auf der anderen Seite mit der grossen. Ich habe Freude, wenn es noch etwas Hebst drin hat. Und bei der grossen abladen. Das hier noch aufzutun. Seid ihr hungrig? Da kommt noch mal eine, die hungrig ist. Jetzt müssen wir vorwärts machen, sonst ist die Laune nicht gut.
Und wenn ihr euch fragt, was das für ein Teil ist, dann zeige ich jetzt euch das gerade mal, wie das funktioniert. Das ist unser Futterzuschieber. Wir müssen etwa zweimal im Tag, zwei bis dreimal am Tag das Futter anschieben, weil sie es immer wieder wegdrücken mit dem Kopf, weil sie das Gefühl hat, darunter gäbe es noch etwas, das noch besser ist, als das, was gerade zu oberst liegt. Und mit dem hier geht das etwas einfacher wieder von Hand. Eine Eigenkonstruktion. Räuchnet. Schön, das Traktor, wie es muss sein. Dann kann man mit diesem Teil hier das Futter anschieben. Wieder weggedrückt jetzt noch im Stall, wenn es fertig ist, alles Futter abgeladen ist, alle am Fressen sind. Und Ladies, ist es gut? Anscheinend schon. Wenn es euch auch gefallen hat, dann könnt ihr uns abonnieren und dann einfach drauf drücken, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn das nächste Video kommt. Ich würde so um 2-3-4 Wochen Takt, je nachdem, was draussen läuft. Und was spannend ist, zum zeigen, ein Video von uns online stellen. Und sobald unsere Homepage online ist, könnt ihr dort sicher auch noch viel Spannendes über uns anschauen. Also bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen und ciao.